Ja, das Studio ist ein neues geworden, aber unser Café ist alt und schön wie immer und wir freuen uns, wieder hier zu sein. Und vor allen Dingen haben wir heute einen sehr besonderen Gast für Sie. Eine der weltbesten Pianistinnen ist bei uns, Dudana. Bitteschön. Hier bei uns im ZDF Morgenmagazin. Da muss man mal ganz kurz sagen, so schnell wie sich Ihre Finger bewegen, so schnell kann ich gar nicht gucken um diese Uhrzeit. Unglaublich. Was war eine Gigue Parita B-Dur von Johann Sebastian Bach? Warum gerade Bach? Bach war schon immer mein Lieblingskomponist. Ich habe sehr viel Bach gespielt. Auch auf meiner CD ist Bach aufgenommen. Und ich finde, die Musik von Bach verbindet diese wunderbare Mischung von Logik und Emotionen. Mhm. Jetzt müssen wir vielleicht ganz kurz aufklären. Sie ist eigentlich in Georgien, ich glaube in Tiflis geboren. Ja. Sie können aber natürlich, wie man gerade gehört hat, sehr gut Deutsch. Woher kommt das? Danke sehr. Ich lebe in Berlin. Ich habe aber auch als Kind schon von meiner Mutter Deutsch gelernt und in München studiert. So, das erklärt einiges. Eine Menge. Ihren Durchprofil in der Carnegie Hall in New York. Wir werden nachher kurz vor neun noch viel von Ihnen hören. Erstmal vielen Dank. Und wie geht's weiter mit Cerno und toller Musik? Ja, ich freue mich sehr, dass wir bei uns hier Dudana haben. Sie gehört zu den besten Konzertpianistinnen der Welt. Schönen guten Morgen nochmal. Sie sprechen hervorragend Deutsch, Sie leben in Berlin, Sie sind aufgetreten in Saarbrücken als junge Frau, Sie haben in München studiert. Woher kommt diese ganze Liebe zu Deutschland? Ich wurde so unterrichtet, dass die deutsche Musik, die deutsche Literatur sehr wichtig war. Und meine Mutter, wie gesagt, hat mir deutsche Sprache beigebracht. War sie Deutsche? Und die Musik. Nein, sie war eine Georgierin, aber sie hatte ein deutsches Kindermädchen und hat perfekt Deutsch gesprochen. Und haben Sie einen Durchbruch gemacht in der New Yorker Carnegie Hall? Das ist ja nicht irgendeine Halle, das ist sozusagen der Tempel der Muse schlechthin. Wie war das so, wenn man aus Georgien kommt, in München mal studiert hat und dann die große, weite Welt New York? Das war ein fantastisches Erlebnis. Eine großartige Halle, sie war voll. Und das erlebt man auch nicht jeden Tag. Und ich war sehr glücklich, als ich auf die Bühne kam und so viele Menschen gesehen habe, die da waren, um meine Musik zu hören. Was haben Sie gespielt? Ich habe natürlich Bach gespielt. Woher kommt dieser Begriff von Bach? Das ist die Logik, die Emotion, Freiheit in der Interpretation. Der große Bach, eine junge Dame aus Georgien, berühmt geworden in New York, jetzt hier bei uns im ZDF Morgenmagazin. Was werden wir jetzt gleich hören? Wir hören jetzt von einem georgischen Komponisten einen Auszug aus dem Stück Rondo Toccata. Das wurde in den 60er Jahren komponiert und es ist eins meiner Lieblingszugabenstücke. Okay. Dann freuen wir uns auf die Zugabe von Dudana. Vielen Dank, eine große Ehre, dass Sie heute bei uns sind. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie morgen wieder ab 5.30 Uhr einschalten würden. Wir warten auf Sie. Ich wünsche Ihnen was. Bis dann und dann erstmal Dudana. Tschüss.